Oh mein Gott, ihr hört's schon. Das Wetter ist schlecht. Ich blute, hab keine Ausdauer. Und ich weiß nicht mal, was für ein Tier ich bin. Ich bin ein Krokodil. Oh mein. Ich erinnere mich. Erinnert ihr euch auch? Wir sind diesem anderen Krokodil da über den Weg gelaufen. Und der hat uns ganz schön verprügelt. Und jetzt schauen wir mal hier. Jetzt müssen wir uns erstmal regenerieren. Mal schnell schnüffeln und mal schauen, ob wir irgendwie Wasser finden. Okay, alles klar, Wasser ist da. Ja, wir müssen kurz chillen. Ich mach meinen Pulssensor nochmal an. Heute übrigens. Heute ist Silvester. Letztes Mal zocken dieses Jahr. Wir chillen kurz hier. Wasser brauchen wir. Wir müssen Wasser holen. Lasst uns mal ins Wasser marschieren hier. Noch ein bisschen Schiss, dass wir jetzt hier gleich ins Gras beißen. Ja, wird schon langsam. Ne? Okay, passt. So, wir sind rein ins Wasser und abtauchen. Ne? Okay, wir sind hier safe, glaube ich. Erstmal so ein bisschen zumindest. Dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir irgendwie Nahrung auftreiben. Da ist der Fisch. Nicht, ob dem mir was hilft, um ehrlich zu sein. Ich bin mittlerweile schon relativ groß. Haben wir den? Ja. Ja, das ging ja easy. Geht das? Come on! Haben wir? Ja. Und los geht's. Ah, cool, Sonne geht auf. Schön, 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 schön. Das freut mich. Kann ich den einfach so schnabulieren? Und weg. Nice. Ja, top. Es ist früh am Morgen. Ja, schau mal, vielleicht finden wir noch einen zweiten Fisch. Da habe ich noch einen gesehen, genau. Den holen wir uns auch noch. Kopfnicker Fisch. Zack. Und Hammer. Und los. Grabben und schnabulieren. Unter Wasser kann man nicht schnabulieren, ne? Man kann nur über Wasser schnabulieren. Ja, genau. Okay, das war's. Schön. Jetzt wäre nur die Frage. Da drüben ist was. Was ist das? Braunfisch. Komm auch. Ach komm. Captain Igloo. Ich ernähre mich von Fischen. Und weg. Da vorne war was. Habt ihr das gesehen? Da vorne ist was geschwommen. Lass mich mal ganz kurz checken, was das war. Ich weiß nicht, was das war. Es war irgendein Tierchen. Wir gucken mal. War es der Fisch hier? Möglich. Aber ich glaube, es war was anderes.
Scheiße. Wollen wir dahin marschieren hier? Und gucken, was es ist. Da ich noch nicht vollständig regeneriert bin, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kann mich jetzt nicht direkt mit irgendwas anlegen. Das ist ein Frosch oder was, ne? Ja, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich habe eine Idee. Schnappen wir uns mal den Fisch hier und bauen uns mal so eine kleine Falle. Wir bauen uns mal eine Falle. Und zwar bringen wir den Fisch jetzt hier hin. Und dann verkriegen wir uns wieder ins Wasser und dann schauen wir mal, ob hier irgendwelche anderen Tierchen auftauchen. Weil die müssen ja fressen irgendwann, ne? Da drüben sehe ich was. Was das ist. Bin nicht sicher, ob das überhaupt was ist. Mal kurz rüberfahren. Rüberfahren, sage ich schon, ne? Überschwimmen meine ich natürlich. Ja. Der hat uns ganz schön eine verabreicht, der Typ, ey. Im letzten Video müssen wir mal... Nee, das ist nix, oder? Da ist nix, ey. Nee, alles tutti. Ach, das war so eine Pflanze. Okay, alles klar. War nur eine Pflanze. Ich sehe da Zeug im Wasser. Was ist das? Was sind das? Frösche, oder? Da ist noch ein Fisch. Also alles voller Fische. Eigentlich gut. Ja. Ist eigentlich gut. Den holen wir uns auch. Den holen wir uns auch so. Wo haben wir den anderen Fisch hingeschmissen? Da, okay. Kann ich den so fressen? Nee, denn ich muss den über Wasser fressen. Alles klar. Guck mal, fällt unser Fisch hier gerade ins Wasser? Der rollt so langsam ins Wasser, ne? Gehen diese Narben weg, wenn man nicht mehr verletzt ist? Oder bleiben die für immer? Gute Frage, ich weiß es nicht. Wir chillen mal kurz hier. Wir chillen hier mal kurz. Ich höre und sehe nichts. Keine Tierchen am Start hier. Bin alleine. Keine Tierchen am Start. Mach mal einen Pulssensor an. Dann werdet ihr feststellen, dass ich einen ziemlich niedrigen Puls habe. Man könnte auf die andere Seite mal tauchen. Und mal gucken. Ja, wird langsam, ey. 43% Growth. Ich bin mittlerweile schon ziemlich erklopper. Ich spiele das Spiel nur, weil es so entspannt ist. Es ist einfach ein chilliges Spiel. Da runter. Natursimulator. Andere Leute würden sagen, es ist ultra langweilig. Ich finde es eigentlich interessant. Ich finde es macht halt Spaß einfach. Es ist entspannend, ne? Es muss ja nicht was Schlechtes sein, wenn man so ein Spiel spielt. Das kann ja auch. Man kann auch mal ein spannendes Spiel spielen. Jemand hat mal erzählt, dass ihm da die blaue Zone fehlt. Eine blaue Zone wäre natürlich geil. So ein Battle Royale Krokodilspiel, aber ich glaube, das wäre ein bisschen unfair, weil alle großen, schweren Viecher kommen natürlich nicht schnell genug in die Zone und sterben dann außerhalb der Zone und alle kleinen. Und am Schluss hast du dann nur so eine Horde kleine Viecher da in der Zone. Naja, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Bei so einem Spiel.
Aber es gab ein Video, ich weiß gar nicht, wer das hochgeladen hat, fand ich eigentlich ganz interessant. Es gibt halt leider nicht so viel zu tun. Das Einzige, was du machen kannst, ist fressen und gefressen werden. Und das ist natürlich dann, stößt das Spielprinzip relativ schnell an seine Grenzen. Da hinten ist was. Ich finde es aber auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel ja nicht... Das ist ein Ast, nee, ne? Ich finde es ja nicht so schlimm. Ich finde, es ist einfach ein entspanntes Spiel. Ganz ehrlich. Das ist der Grund, wieso ich spiele. Weil es entspannt ist. Chillig. Da ist was. Ah, das ist nur so ein Ast, ne? Ja, okay. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt mal ihr angefangen haben, da so Zeug ins Wasser zu schmeißen. Sonst war das immer so sehr eintönig. Ich finde diese Äste, die machen da schon ein bisschen was her. So, ich drehe wieder um. Ich will mal zurückkommen zu meinem Fisch, den ich da als Köder platziert habe. Vielleicht hat sich ja jemand dran gewagt. Ich muss aufpassen, meine Stamina ist ziemlich schnell leer. Was war das? Ja. Rein da. Und da ändert sich die Farbe vom Wasser, deswegen gibt es da immer so ein... Ist da noch ein Fischli? Fischli noch da, ne? Player sind in dem Server. Es ist nicht wirklich viel geboten hier. Mein Fisch vergammelt langsam. Mein Fisch vergammelt langsam hier. Der Fisch geht kaputt. Was ist das, was man da sieht? Dieses Blinken, was ist das? Sind das Fische? Das Wetter ist schlecht. Da ist irgendwas. Ein Baumstumpf. Das Wetter ist schlecht, aber mir als Krokodil macht ein bisschen Regen nichts aus, ne? Ich würde ja schon mal gerne ein anderes Dinosaurier hinsehen hier, damit ich mal ein bisschen Rabatz veranstalten kann. Was ist das da? Unterwassergras, was weiß ich. Na, dann nachts ist das schon cool. Kann ich diese Fische da fressen? Oh mein Gott. Okay. Yeah, man. Hat das was gebracht? Ich hab's jetzt nicht beobachtet. Hat das was gebracht? Muss ich schauen. Lass mich mal schnell probieren. Ey, das bringt tatsächlich was. Sehr witzig. Okay, diese Fischschwärme, die bringen dir sogar als großes Krokodil noch Nahrung. Witzig. Einfachste Methode aller Zeiten, um an Nahrung ranzukommen. Oh, ein bisschen langweilig, oder? Also, ich meine, wenn man es mal vergleicht mit den Dinosauriern, die da draußen am Land rumrennen müssen, wo es keine Fische gibt, die haben es halt echt schwer dann, ne? Die haben es dann halt echt schwer. So. Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Mittlerweile bin ich noch voll regeneriert. Ah, nee, noch nicht ganz. Ja. Ich will mal ganz kurz auf die Karte gucken, wo wir sind.
Wie gesagt, Karte müsste immer ein neues Fenster aufmachen. Copy-Paste. Steuerung V. Show. Wir sind... Okay, wir sind... Ich höre Carnotaurus. Ich könnte jetzt mal den Fluss runterschwimmen eigentlich. Ja, das mache ich. Ja, das machen wir. Wir schwimmen mal den Fluss runter. Und zwar hier, ne? Hier durch. Mal ins Inselinnere. Ja, wir sind noch nicht vollständig ausgewachsen, aber schon ziemlich. Ja, wird schon. Ja, gucken wir mal. Ob wir dabei jemanden finden, den wir fressen können. Wird wahrscheinlich schwierig, nehme ich an. Wird wahrscheinlich schwierig. Es ist auch ein Mistwetter, ne? Man sieht nichts. Es ist tagsüber Regen. Und nachts. Nachts ist dunkel. Schaut euch das an. Das ist, ich meine, ja, okay, es sieht realistisch aus. Ich finde es cool. Haben wir schon besprochen. Es ist immer sogar das Wasser kräuselt sich, wenn es regnet. Wie witzig ist denn das, bitteschön? Da vorne ist was. Aber nur so Bäume, oder? Ja. Grafik ist schon ultra realistisch. Aber. Oh nein! Das wäre fatal, wenn du da drin stecken bleibst. Ich bin schon ein paar Mal gestorben, weil ich in irgendeinem Loch stecken geblieben bin und dann nicht mehr rausgekommen und dann verhungert man. Langsam und qualvoll. Und man kann auch nicht irgendwie sich killen. Man muss dann tatsächlich warten, bis man verhungert ist. Ultra nervig. Es gibt kein Konsolen-Command-Neustart oder sonst was. Wäre eigentlich ultra praktisch. Ja, wobei, das würde wahrscheinlich dann missbraucht werden. Die Leute würden dann irgendwo ins Gebüsch rennen, sich umbringen, ins Gebüsch rennen, sich umbringen, ins Gebüsch rennen, sich umbringen. Und dann das nächste Mal spawnen und dann hätten sie gleich viel Nahrung. Das ist, glaube ich, der Grund, wieso das nicht geht. Was man natürlich immer machen kann, ist irgendwie so eine Klippe runterhüpfen oder sowas. Das ist auch eine Methode, um das Spiel neu zu starten. Das geht aber natürlich nur, wenn man bis zur Klippe kommt und nicht irgendwo stecken bleibt. Wir spielen U-Boot hier. Wir spielen ein bisschen U-Boot. Problem beim U-Boot ist, wir müssen irgendwann auftauchen. Der See ist auf jeden Fall cool, weil du findest halt Nahrung ohne Ende. Als Krokodil. Ja, irgendwas buggy jetzt gerade. Das Spiel ist sich nicht sicher, ob es in den Nachtmodus, Nachtsichtmodus schalten soll oder nicht. Komm da. Ich will nicht an der Wasseroberfläche auftauchen. Seht ihr das? Da gibt es irgendwie einen Grafikbug noch. Da ist sich das Spiel unsicher, ob es... Könnte man mal hier kurz eine Pause anlegen. Ja, das ist top. Passiert in echt auch immer, dass so Krokodile aus dem Wasser rausglitschen. Habe ich schon oft gesehen in so Dokumenten. Nein, das wollte ich nicht. Ultra laut. Habe ich schon oft gesehen in so Dokumentationen über Afrika. So Glitch-Krokodile. Ja, wir müssen ein bisschen frische Luft schnappen, ja. Wir können jetzt hier nicht... Was ist denn das?
Halleluja. Wetter wird langsam besser. Mein Krokodil glitscht. Alter Schwede, mein Krokodil glitscht. Was ist das? Mein Krokodil hat eine Fehlfunktion. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die ist hier auf dem Gleis auf die Gabel. Da mache ich Wasser raus hier. Alter Schwede. Da habe ich aber ganz schön. Was war das? Was war das? Oh. Okay. Ja, Wasser ist da, das ist mir klar. Ansonsten ist nichts da, ne? Die Narben bleiben anscheinend. Sie verheilen, aber man bleibt weiter. Ein bisschen scarred bin ich schon. Okay. Leute. Mein Krokodil ist mein Boot. Alles klar, was geht? Ich kann auch nicht mehr abtauchen, oder? Wie ist denn das? Okay, irgendwas ist ultra buggy hier gerade noch. Dieses Game macht mich fertig. Ich frage mich auch gerade, wie ich mich in irgendeiner Art und Weise an irgendwas anschleichen soll, wenn ich so Geräusche mache wie so ein Raddampfer. Ja, ein bisschen shady. Davon ist ein Wasserfall. Das ist natürlich ultra der ultimative Tod für jedes Krokodil. Jeder, der schon mal Kajak gefahren ist, weiß, Wasserfälle sind gefährlich. Und jeder, der schon mal DL gespielt hat, weiß, wenn du mit einem Krokodil einen Wasserfall runterfährst, dann bist du geliefert. Der macht's krrr. Und es sind 4 Stunden zocken. Kaputt. So, wie kommt man an der Stelle vorbei? Ich weiß es nicht. Ich will da jetzt nicht runterschwimmen. Das geht ja nicht, ne? Muss ich da außen rum? Das ist halt auch so eine Wand da, ne? Wie ist denn das? Das ist so eine Wand. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht runterfallen und dann sterben. Risiko ist durchaus vorhanden. So. Wie tief geht's denn da runter? Ein Stück, ne? Und da dran vorbei hier? Auf der Seite nicht. Auf der Seite kommen wir nicht vorbei. Auf der anderen Seite? Die großen. Komme ich da rechts dran vorbei? Oh mein Gott, ich habe Angst. Nee, oder? Geht das? Nee. Komm mal da entlang? Kann man da rechts dran vorbeilaufen? Oh mein Gott. Es ist gut möglich, dass ich jetzt sterbe. Und dann ist meine ganze Zockerei, die ich bisher gemacht habe, für die Katz. Kann ich hier überhaupt noch drehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Scary. Geht aber, doch. Ja, doch mal.
Autsch. Passt. Ich komme dran vorbei. Super. Mach einen Hechtsprung da rein. Und dann sterbe ich, oder? Wie ist denn das? Wenn man ins Wasser fällt, stirbt man dann? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ist möglich, dass man dann stirbt. Bin hier halt auch das Opfer, ne? Also wenn ich jetzt hier... Wie viel Prozent haben wir? 47. Kommt man da runter ins Wasser? An der Stelle? Ja! Oder? Komme ich da runter? Possible? Uff, ich hab Angst. Autsch. Legs fractured, wounded. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wann kommt ins Wasser? Und hat danach ein gebrochenes Bein. Und ist extrem verwundet. Ich glaube, das war haarscharf. Ich wäre fast gestorben. Bei der Nummer. Aber es weiß ja niemand, dass ich jetzt so ultra gedamaged bin. Die sehen alle nur einen riesen Krokodil. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Autsch, 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 autsch. Wenn da vorne noch ein Wasserfall kommt, bin ich geliefert. Weil ich dann... nicht... verschwind. Wollt ihr den gesehen? Das erste Mal, dass ich einen Player gesehen habe. Ich kann mich hier mit ihm aber natürlich nicht anlegen, weil ich ultra... ultra... halb tot bin. Ultra verletzt. Ah, wir haben schon wieder 27 Minuten gezockt. Das gibt's ja gar nicht. Nur ein bisschen chillen hier. Ja, passt schon. Ich brauche Nahrung irgendwann mal. Aber bisher ist jetzt eigentlich noch alles ganz gut aus. Ich teste jetzt einfach mal ein bisschen. Ich fahre jetzt immer eher. Ich schwimme mal ein bisschen rauf und runter hier in den Fluss. Und schaue einfach mal. Schauen wir mal, was da noch so alles gibt. Baumstumpf. Boah. Für einen Wasserfall? Fische. Die kommen mir ehrlich gesagt wie gerufen. Aber ist auch irgendwas, oder? Was ist denn das? Könnte sein, dass das ein Wasserfall ist. Da muss ich aufpassen. Ich höre zumindest einen Wasserfall. Das hat mir ordentlich eine verpasst, ey. Meine Güte. Kann ich hier die Fische fangen hier? Diese Teleportationsfische? Nicht, ne? Ah, doch. Rein damit. Ja, dann snacken wir mal die Fische hier weg. Nee. Ich sehe keine mehr. War nur ein Fisch, oder was? Da schwimmen noch mal hier, okay. Da gehen wir auch hin. Nice. Das ist schon gut, wie diese Fische dann einfach so spawnen. Das ist schon gut. So, einen könnten wir uns noch schnappen und dann machen wir weiter. Und versuchen mal nicht zu sterben. Rein damit! Zack! Gut.
Ich sehe nichts, ey, es ist so dunkel. Da vorne ist was. Was ist das? Ist das wieder irgend so ein Damm oder was? Ist gut möglich, irgendjemand hat erzählt, die könnten einen Extraction-Shooter draus machen, ne? Du wirst auf eine Insel geworfen. Die Insel, wenn auf der Insel rennen ganz viele Dinosaurier rum und du kannst als Mensch spawnen und musst dich dann zu irgendeinem Extraction-Point durchkämpfen. Das wäre natürlich eine ultra lustige, ein ultra lustiges Szenario eigentlich, einen Extraction-Shooter aus dem Game zu machen. Aber es gibt momentan Menschen noch nicht zur Auswahl. Man kann bisher nur Dinosaurier spielen. Wäre schon ultra lustig, wenn sie das machen würden. Ich bin immer noch voll am Sterben hier. Vielleicht chill ich mal irgendwo. Was ist denn das da? Ich schwimme da irgendwas zu. Ich habe ein bisschen Angst. Auf der Insel gibt es vieles, was dich töten kann. Sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. So, ich sehe halt auch nichts, ne? Ich sehe nichts. Ja, mal irgendwie am Rand eine Runde chillen, um mal mich zu erholen. Meine Verletzung zu. Boah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Was ist das da vorne? Ich komme hier nicht raus, oder? Die Klippe ist voll steil. Wie ist denn das? Kann ich da einfach so raus? Ja, seht ihr das? Das ist ultra steil hier. Ich habe Angst, dass wenn ich durch dieses Loch da tauche, dass ich dann tot bin. Ich höre halt einen Wasserfall. Wenn ich da jetzt durchtauche und ich sterbe, dann flippe ich aus. Ne, da ist Ende, da kann ich nicht reintauchen. Okay, witzig. Kann ich nicht reintauchen. Yes, sir. Das war's. Da ist Ende. Und da es jetzt hier auch dunkel ist, kann ich nicht mal gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Aber was ich machen kann ist, ich kann mich hier kurz zum Chillen hinhängen und meine ganzen Wunden mal, was ist das, was da rumfliegt? Meine ganzen Wunden mal heilen. Black Fracture, das dauert ja ewig, bis das weg ist. 33 Spieler mittlerweile online. Die Karte ist noch ziemlich leer hier. ,49, gut möglich, dass wir jetzt gleich voll ausgewachsen sind. Jedes Mal, wenn ich mich auslogge aus dem Game, bin ich vollkommen zerstört. Vollkommen verwundet. Aber es ist natürlich trotzdem gut, dass man das mal lernt, man weiß, wo man wie rumfahren kann, rumlaufen kann, ohne zu sterben. Ich warte jetzt kurz hier, bis ich wieder auf dem Dampfer bin. Sonne, wie viel Uhr haben wir? 23.13 Uhr. Ah, ist mitten in der Nacht eigentlich. Komisch, dass es trotzdem so hell ist, ehrlich, ne? Legs fractured. Das merkt man gar nicht, dass man ein gebrochenes Bein hat. Weil das Krokodil ohnehin so unglaublich langsam am Start ist, dass man gebrochenes Bein gar nicht feststellen kann, so richtig. Aber wir machen wenigstens nicht mehr diese Motorbootgeräusche. Auch schon mal was wert. Kommen die hier raus, ne? Warte mal. Ja, auf der Karte nachgucken, wie es auf der anderen Seite weitergeht. Wir sind... Ah, da ist Ende. Okay, da kommt man gar nicht weiter. Wir haben was? Wir sind einmal durch die komplette Karte durchgetaucht. Witzig.
Ja gut, man könnte jetzt rausgehen aus dem... Aber da muss ich halt ultra weit laufen. Ich könnte jetzt aus dem Wasser rausgehen und versuchen... an Land weiterzulaufen, aber das ist halt gefährlich. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich hier rauskomme. Komm ich hier raus? Komm ich da hoch? Nee, oder? Steil. Nee. Bin nicht weg. Mhm. Komm nicht raus. Nicht sicher, ob ich hier überhaupt rauskomme aus diesem Pool da. Glaube nicht. Vorne. Wenn ich hier nicht mehr wieder rauskomme, dann wäre das echt bitter. Da bin ich jetzt raus. Okay, alles klar. Also ein bisschen, ne? Was ist denn das hier? Ich glaube, ich chill jetzt hier mal. Und lock mich mal sicher aus. Ich glaube nicht, dass hier jetzt einer kommt und mich wegschnetzelt. Aber mal gucken. Ich warte jetzt mal ab hier. Und sag, danke fürs Zuschauen. Ich mache nochmal ein Video. Und dann gucken wir mal, ob wir hier wieder wegkommen. Bis dahin sage ich Servus. Passt auf euch aus, auf. Und frohes neues Jahr. Und heute ist der letzte Tag im Jahr 2023. Morgen wird's Jahr 2024 anfangen. Und ich bin immer sehr gespannt, ob das Jahr 2024 ein bisschen besser läuft für die Menschheit als das Jahr 2023.